Lieber Tim, lieber Alexander, lieber Alex, herzlichen Glückwunsch. Auch ihr zieht natürlich in die alles entscheidende Finalrunde mit euren Kandidatinnen ein. Und es freut mich, dass das eine reine Mädelsrunde wird. Wie schön, Wahnsinn, ja. Pure Frauenpower im Finale. Drei junge Köchinnen, die mit Leidenschaft dastehen, finde ich mega cool. Vielen Dank, alles Danke. Gute dir. Roland Trettel. Drei Frauen im Endfinale von The Taste 2021 finde ich sowas von affengeil. Das ist mal eine Message. Richtig geil. Liebe Coaches, liebe Taste-Familie, unser Studio hat in den letzten Wochen so richtig gekocht. Aber jetzt kocht es noch mehr. Denn wir befinden uns auf der Zielgeraden in Runde 3. Herzlich willkommen zur Entscheidung. Es wird spannend. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Aber ich will einfach raus und los. Ich bin aufgeregt. Aber ich freue mich auch total. Und mein Ziel ist es zu gewinnen, weil die Letzten werden die Ersten sein. Es war so viel mehr, als nur ein bisschen zu kochen. Und deswegen ist man einerseits jetzt, freut man sich so sehr aufs Finale, aber es ist auch so schade, wenn man weiß, danach ist alles vorbei. Mit 16 wunderbaren Kandidatinnen und Kandidaten sind wir gestartet. Und 3 sind noch übrig. Wer von Ihnen gewinnt The Taste 2021? Begrüßt Sie mit mir mit einem herzlichen Applaus. Hier sind Hannah, Paula und Katrin. Ihr 3, herzlichen Glückwunsch. Wie schön, dass ihr jetzt hier in unserer finalen und dritten Runde steht. Mir geht ganz besonders das Herz auf, weil es eine reine Frauenrunde ist. Wie toll! Und jetzt schaut mal hier, eure Coaches haben etwas Besonderes in der Hand. So könnten eure Bücher aussehen, um die es geht. Besser gesagt, eins davon. Denn nur eine von euch wird ab morgen auf dem Cover ihres ersten eigenen Kochbuches zu sehen sein, was es dann auch schon im Handel und im Internet zu kaufen gibt. Okay, aber bevor es soweit ist, kommt natürlich eure Abschlussprüfung. Die allerletzte entscheidende Etappe auf eurer Reise hier bei The Taste. Und die große Frage ist natürlich, was wird eure Aufgabe in Runde 3 sein? Ein einziger Löffel wird über alles entscheiden. Das ist krass. Da zählt ein einziger Löffel. Und was sollt ihr auf diesem Löffel kochen? Die folgende Aufgabe wird von einem Mitglied der The Taste-Familie gestellt. Und zwar von unserem verehrten, wunderbaren und ewig jung gebliebenen Alterspräsidenten Frank Rosin. Nein! Ah, nein! 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 Der Rose. Er ist am Start. Überraschung! Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Was für ein Moment! Ich brech zusammen. Oh. Ja, dann ist einfach mal Frank der Gastjuror. Schön, ihn kennenzulernen. Hab bis jetzt wenig von ihm gehört. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Wahrscheinlich was Schmackofatziges oder sowas. Der Frank ist jemand, der einfach auch viel Wert auf Geschmack legt. Und ich glaube, dass es darauf heute ankommt. Jetzt bitte ich dich, lüfte das Geheimnis. Ja. Was wird die Aufgabe sein? Wer den Rose kennt, weiß, ich bin ein authentischer Mensch. Ja, polnische Mutter, polnische Oma, kroatischer Opa. Das heißt, ich bin wirklich ein deftiger Schmackofatz-Typ. Und das ist dann auch die Aromenverbindung, die ich auf dem Löffel gerne sehen möchte. Das ist die Aufgabenstellung. Und zwar geht es um süß und salzig. Was? Süß und salzig ist die Aromenkombination, die ihr erkochen müsst. Dabei geht es nicht um ein Dessert, sondern um einen deftigen Schmackofatz-Hauptgang. Und der Rose würzt auf die Fresse. Das heißt also, da geht es richtig um Rambazamba. Finale. Thema mag ich.
Das ist aber leider auch was, was auch Katrin und Hanna extrem gut beherrschen. Das passt auch ins Finale, weil das muss richtig auf die Fresse sein. Also süß und salzig und mit richtig viel Bums. Okay, natürlich werdet ihr alle vier als Juroren dann nachher verkosten. Das bedeutet, er muss natürlich auch für euch alle vier schmecken und für euch alle vier schmackofatz sein. Ihr habt 60 Minuten Zeit, um euren Schmackofatz-Finallöffel zu kochen. Danach werden alle Coaches blind eure Löffel verkosten. Das heißt, sie wissen nicht, von wem welcher Löffel ist. Danach vergibt jeder Coach je einen goldenen Stern für den Löffel, der seiner Meinung nach der absolut beste Finallöffel ist. Und diejenige von euch, die die meisten dieser goldenen Sterne dann sammelt, gewinnt The Taste 2021. Falls es ein Unentschieden gibt, entscheiden die goldenen Sterne, die ihr bisher in dieser Staffel auf euren Schürzen gesammelt habt. Liebe Hanna, du hast bisher 7 goldene Sterne gesammelt. Liebe Paula und liebe Katrin, ihr habt bisher jeweils 4 goldene Sterne gesammelt. Und bevor es jetzt losgeht, dürfen eure Coaches euch sehr gerne noch einmal den Rücken stärken. Lieber Alexander, wenn du magst, darfst du gerne anfangen. Liebe Katrin, den Weg, den du bis hierher gegangen bist, hat ja eine Konstante. Und zwar immer dann, wenn du dich in einem Löffel in ein Gericht verliebt hast, wenn du gewusst hast, das ist so deins, das ist deine Seele, dann waren sie immer wahnsinnig perfekt. Das habe ich ein paar Mal wirklich erleben dürfen. Und wenn du dich, glaube ich, an dieser Freude, an dieser Liebe, an dieser Großartigkeit da eben wieder hinein verliebst, dann wirst du einen brachial schönen, großartigen Löffel machen. Ich glaube an dich, glaub du selber an dich. Du kannst alles, um wirklich hier zu bezaubern und mit Geschmack zu überzeugen. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Paula, du hast den Weg hierher durch deine Einzigartigkeit und dein außergewöhnliches Aromenspiel bis hierher wunderbar begangen. Ändere nichts daran, sei du selbst in jeder einzelnen kleinen Aromenpore auf dem nächsten Löffel. Begeister uns. Es ist komischerweise immer der Teil, wo ich zum Heulen anfangen könnte. Ich weiß auch nicht warum. Hanna, du kochst einfach genauso weiter, wie wir das gesagt haben. Mich könntest du nicht stolzer machen. Alles, was jetzt passiert, liegt wirklich nur in deiner Hand. Und bleib leichtlebig da in der Küche, weil wenn du dich frei fühlst da hinterm Herd, dann kochst du am allerbesten. Okay? Oh. Ihr seid drei herausragende Köchin. Ihr habt das bewiesen und ich möchte das wirklich ganz sportlich und einfach zu Ende bringen. Der bessere Löffel soll gewinnen. Okay, liebe Coaches, ihr wisst, was jetzt kommt. Nämlich der gepflegte Abgang. Wir sehen uns nachher zur Entscheidung wieder. Liebe The Taste-Familie, euch darf ich wieder in die Kandidaten-Lounge einladen. Einen großen Applaus für unsere Coaches. So, ihr drei. Schmackofatz, ein perfektes Spannungsverhältnis zwischen süß und salzig, Optik, auf die Fresse, ein würdiger The Taste Finallöffel. Zeigt, was ihr drauf habt. Eure letzten und alles entscheidenden 60 Minuten Kochzeit starten genau jetzt. Viel Glück! Keine Reaktion. Auch gut. Wahnsinn. Letzte Runde, Finale. Und ich bin noch hier. Ich hätte es nicht gedacht. Ich finde es so crazy, dass ich immer noch dabei bin und jetzt unter den Top 3 besten Köchinnen im Finale stehe. Aber ich freue mich jetzt total, dass ich bis ins Finale geschafft habe. Und ich bin richtig gerührt, heute noch da sein zu dürfen. Ich
koche heute ein Kerbelwurzelpüree mit Lammrücken, einer Lammjus. Dazu gibt's Kirschen, so ein bisschen angebratenen Grünkohl und Pfifferlinge und so einen kleinen Crumble aus Pilzen und Pistazien. Der Löffel soll auf jeden Fall schmackhaft werden. Aber ich erfinde jetzt hier auch nicht das Rad neu. Ich konzentriere mich auf das, was ich kann. Ich mache jetzt keine Experimente. Natürlich muss man sich dann halt voll auf diesen einen Geschmack konzentrieren. Ja. Ist halt nur eine Chance, ein Löffel, ein Taste. Ich bin überrascht über die Aufgabe, die wir jetzt haben. Lecker kochen können wir. Ich glaube, eine Chance haben wir alle. Wenn die anderen da irgendwie so extravagant einen raushauen, dann könnte es auf jeden Fall schon eng werden. Aber wenn mein Löffel einfach schmeckt und gut ausschaut und alles klappt, was ich so vorhab, habe ich auch sehr gute Chancen. Bei mir gibt es heute ein Kalbsfilet in einem Spitzkohlmantel, einem gebratenen Serviettenknödel, einer Bierkümmelsoße und glasierten Pfefferbirnen. Ich mache jetzt hier eine Geflügelfarce. Die brauche ich für meine Roulade. Dafür habe ich hier Hähnchenbrust. Das würze ich jetzt ordentlich mit Salz und Pfeffer. Mache da einen Schluck Sahne dran und mix das Ganze. Letzte Hobbyköchin, letzte Überlebende zwischen zwei mega starken Profiköchen. Das steigt natürlich den Druck extrem. Also den Kabeljau, den beiße ich jetzt kurz an. In der allerletzten Runde gibt es bei mir heute einen Kabeljau in Miso-Ponzu-Sud, dazu eine Miso-Mayonnaise, ein süßes Erbsenpüree, süß-salzige Pistazien, gepickelte Radieschen und frittierte Lauchwurzeln. Ich finde es mega, dass wir drei Frauen im Finale sind. Ist einfach mal cool, weil es die letzten Jahre, glaube ich, noch nie gab. Das Level ist richtig hoch und wir haben einfach hier auch alle drei so eine Reise hingelegt. Wir haben uns alle drei krass verbessert. Hannah und Paula sind unglaublich starke Konkurrenten, beides großartige Köchinnen. Die Katrin ist auch für ihr Alter schon mega tolle Köchin. Ist, glaube ich, von der Stilistik her ein bisschen anders als wie ich. Paula hat einfach ein enorm großes Wissen, die ist richtig durstig. Hannah ist tatsächlich die, vor der ich ein bisschen mehr Angst habe, sage ich jetzt mal. Die ist unglaublich frei in ihrem Kochstil, die kommt manchmal auf irgendwie so verrückte Ideen. Ich glaube, Katrin liegt das Thema sehr. Ich meine, ihre Löffel waren immer sehr, sehr kräftig im Geschmack. Sie hat wahrscheinlich ihr dickes Grinsen auf dem Gesicht und ihre Zunge an der Nase. Hello again. Madame, womit? Darf ich mich eigentlich? Wie fühlt sich das jetzt eigentlich an? So als Alterspräsident. Also du ausgenommen, ich bin's, ihr seht so aus, ja, weil einer von euch kann es ja nur werden, ja? Und man spürt so richtig die Angst, ja? Was spiegelt für dich Schmackofatz wieder? Schmackofatz ist ein Ausdruck meiner Großmutter. Das ist so was typisch Polnisches ist auch, ja. Es muss schon voluminös sein, ja. Und gerade wenn sich ja Salz und Zucker miteinander paart, dann gibt es ja etwas sehr Bauchiges, ne? Ich glaube, es ist etwas, wo jeder Kandidat einfach drauf loskochen kann. Denn jeder hat so eine Erinnerung und jeder hat so ein Gericht, wo man sagt, ich hab's. Darf ich dir ganz klar sagen, was ich von diesen Salz-Süßlöffel halte, von dem Thema, mit nur einem Hauptgang für in 60 Minuten für so ein Finale? Willst du es wirklich hören? Es ist absolut brillant. Ich finde es super. Ich finde es ein würdiges Finale. Du sagst ja auch im Sport immer, da ist es die Tagesverfassung, wenn alle relativ nah beieinander sind. Und das hat Frank mit seiner Aufgabe geschaffen. Das finde ich unglaublich fair und großartig. Schmatzofatz. Ja, dürfen wir ein kurzes Training machen? Lieber Alexander, sag mal Schmackofatz. Schmatzofatz. Nein. Schmackofatz, Schmatzofatz, egal, Hauptsache lecker. Oh,
heute versuche ich tatsächlich aus meinem bisherigen Erfahrungsschatz einfach mal, auch wenn der nicht so groß ist, zurückzugreifen. Dinge, die mir selber wahnsinnig gut schmecken, die ich schön finde, die ich von den Aromen her einfach wahnsinnig lecker und auch schmackofatz finde. Und ja, das ist einfach der Plan für mich. Erbsen rein. Ups. Die Erbsen, da mache ich ein Püree draus. Die Erbse an sich ist ja schon sehr süß und deswegen finde ich, passt es auch heute super. Ich hatte auch schon mal einen Schmackofatzlöffel beim Frank geschafft. Den jetzt irgendwie kulinarisch abzuholen, denke ich mir, schaffe ich heute. Habe aber jetzt nicht die einfachsten Sachen rausgesucht. Und wir haben auch nur eine Stunde Zeit und irgendwie den Serviettenknödel, eine gescheite Soße ansetzen, dann diese Roulade mit der Farce. Ganz einfach ist das ja auch nicht. Also die Menge macht dann schon die Schwierigkeit. Wir sind im Finale, da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen das Handwerk auspacken. Die Hälfte der Zeit ist schon fast rum. Meine Soße läuft, meine Roulade ist fertig. Meinen Semmelknödel mache ich jetzt. Damit habe ich dann schon mal die Hauptkomponenten auf jeden Fall am Start. Und alles Weitere sehen wir dann. Ich muss mich ein bisschen ranhalten, dass ich auch alle Komponenten rechtzeitig auf dem Herd habe, da wo es hingehört. Das riecht doch schon mal schmackhaft. Bei dieser Pilz-Crumble-Mischung war es mir wichtig, dass die halt sehr salzig wird. Die werde ich jetzt einfach richtig lange, richtig scharf anbraten. Dann kommt da ein bisschen Miso dazu, damit es schön kräftig ist vom Geschmack. Ups, I'm sorry. Lieber Alex, für dich ist die Hanna noch im Team, die jetzt alles gibt? Ja, also Hanna ist mir natürlich aufgrund der ganzen Staffel irrsinnig ans Herz gewachsen. Mhm. Man kann sagen, wir sind durch Himmel und Hölle gewandert. Was ich schön finde, und das ist ja auch das Thema, das Frank vorgegeben hat, dass sie das eigentlich schon mehrmals gut umgesetzt hatte. Und Hanna ist so ein Freigeist, die braucht dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen eine Bremse links und rechts, aber dann war es das auch schon. Jetzt hat sie 60 Minuten Zeit, einen wunderbaren Löffel zu kochen. Ich glaube, sie wird das super hinkriegen. Ich glaube ganz fest an sie. So, dann mache ich jetzt mal meine Miso-Mayonnaise. So. Die Mayo mache ich jetzt mit einem Ei, ein bisschen Senf und dann ganz viel Pflanzenöl. Gebe ich da mal ordentlich Miso rein. Miso ist eine fermentierte Sojapaste, bisschen Ponzu. Ich mag sie selber sehr, sehr gerne, weil sie eben so ein süß-salziges Aroma hat. Und es passt vor allem natürlich super zu Fisch. Ja, schon geil. Das ist für mich Schmackofatz. Jetzt bin ich heiß auch auf den Sieg. Es ist ganz klar, ich gönn's jedem, aber ich habe schon Bock zu gewinnen. Irgendwie finde ich es ein cooles Thema, weil das auf jeden Fall so ein Endrennen auf Augenhöhe ist. Und das, so eine Challenge mag auch ich. In der Ausbildung habe ich gelernt, da muss man die Stiele von den Pfifferlingen putzen, damit die richtig, richtig schön aussehen. Das ist echt so eine Fitzelarbeit, die man eigentlich sonst nicht machen würde. Aber wir sind im Finale und da ist das wichtig. Der Knödel muss später zusammenhalten. Der Knödel darf aber auch. Ich hatte gerade einen Eisprung. Alexander, du hast die Katrin jetzt im Grand Finale. Was meinst du, wie schlägt sie sich jetzt und was hat sie sich aus ihren Coachings mitgenommen, was sie jetzt anwendet? Katrin ist immer dann sehr gut, wenn sie das Vertrauen eben zum Löffel und zu ihrer Idee hat. Mhm. Und sie hat jetzt niemanden da, mit dem sie drüber reden kann und der ihr eigentlich im Weg steht. Mhm. Weil da ist es völlig egal, wer von uns vier dabei wäre. Ich glaube, jetzt braucht sie nur sich, nur ihre Idee, nur ihr Selbstvertrauen, nur das, wo sie glaubt, das kann sie besonders gut. Und dann schauen wir mal, ob das im Verhältnis zu den anderen zweien, ja, auf welchen Platz es dann landet. So, alles schmeckt besser mit Butter.
Bayerischkraut ist wirklich so ein bisschen fettig, schlotzig. Für mein Bayerischkraut habe ich einen Spitzkohl genommen, weil der einfach nicht so scharf ist wie ein Weißkohl. Das durfte auch so ein bisschen Farbe bekommen, Salz, Pfeffer. Ich glaube, dass ich heute den bodenständigsten Löffel koche und dass die anderen da auch in der Aromatik her Bilder unterwegs sind. In dem Mixer ist jetzt das Kerbelwurzelpüree. Das mixe ich jetzt einfach ganz fein. Zwölf Minuten. Fuck. Ich muss einfach mich langsam ein bisschen sputen. Das ist nicht mehr so viel. Ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass vielleicht die anderen eher Fleisch gewählt haben. Weil ich auch finde, dass salzig-süß bei Fleisch tendenziell eigentlich sehr gut geht. Aber wenn ich so meinen letzten Löffel kochen will, dann möchte ich einfach in meiner Welt bleiben. Und ich bin einfach mehr dieser Fisch- und frische Typ. Das Salz macht einfach die Struktur des Fisches so ein bisschen kompakter. Und gerade beim Kabeljau, der ist ja oft so, der zerfällt so richtig in sich. Und da ist es natürlich dann toll, wenn der ein bisschen mehr Struktur hat. Oh, die sind leider zu dunkel geworden. Was glaubst du, Tim, wie schlägt sich Paula jetzt? Also ich finde das Los und die Thematik sehr, sehr gut, weil Paula zum Beispiel hat diese Schmacko-Fatz-Momente über diese ganzen Sendungen, über diese 9 Wochen auch schon gehabt. Der große Unterschied zwischen der Paula, die ich hier kennengelernt habe und jetzt nach 9 Wochen ist, dass sie mutiger würzt. Man kann das einfach erklären, Paula war am Anfang etwas introvertierter beim Würzen, jetzt ist sie extrovertierter und das wird sie heute auch brauchen, weil Schmacko-Fatz bedeutet klare Noten von Süße, Säure und Salzigkeit.